Hallo meine Lieben, hier spricht der Adi von Translated Press zu euch. Stellt euch vor, was ich gefunden habe. Präsident Trump wird nächste Woche eine Rede halten und wir sind alle sehr gespannt. Reuters, AP und The Guardian berichten, der ehemalige Präsident Donald Trump wird der Conservative Political Action Conference, die sogenannte CPAC in Florida, nächste Woche beiwohnen und über die Zukunft der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung eine Rede halten, sagte eine Quelle aus der Nähe von Trumps engem Kreis in Mar-a-Lago. Das CPAC-Treffen wird in Florida vom 25. bis zum 28. Februar stattfinden, wobei Trump am letzten Tag eine Rede halten wird, berichten alle Medieninformanten. Er wird über die Zukunft der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung sprechen, sagte der Vertraute angeblich. Achten Sie auch darauf, dass der 45. Präsident die katastrophale Amnestie- und Grenzpolitik von Präsident Joe Biden herausfordern und attackieren wird. Die konservative Political Action Conference, CPAC, ist eine jährlich stattfindende politische Konferenz mit konservativen Aktivisten und gewählten Volksvertretern aus den ganzen USA. Die CPAC wird von der American Conservative Union Foundation organisiert. Mehr als 100 Organisationen leisten ihren Beitrag zu der Organisation: Human Events, die Young Americas Foundation und die National Rifle Association.